Danschkel K. stellt mir hier eine wichtige Frage. Und zwar, kann ein Format eigentlich noch cringiger werden? Und erst habe ich ja nicht dran geglaubt. Erst dachte ich, es kann nicht noch cringiger werden als kreative Fragen. Aber dann habe ich das da gesehen. Palms are sweaty, next week's arms are hairy, this vomit on a sweater already, mom spaghetti. Und damit wir jetzt auch das Cringe-Level ebenso hochhalten, gibt es mal wieder ein schönes RGB-Gedicht. Und zwar von Trin, der schreibt nämlich: Dieses Gedicht wird ziemlich sensibel, wie das wahre Gesicht der RGB-Bibel. So wie es der RGB-Gott wolle, wird die wertvolle Eisscholle nun durch die Schriftenrolle gebrochen. Die Geschichte der RGB-Bibel ist ein wertvolles Gut, wie der Güterzug von dem Transport des RGB nach. Von Italien bis in Kreativeckes Teich fährt der RGB-Zug ins Deutsche Reich. Also das ins Deutsche Reich finde ich ein bisschen grenzwertig, aber okay. Eine Moral von der Geschichte gibt es kein, aber dein Gewissen ist nun rein, denn der RGB-Gott wird nun wissen, du hast dich erfolgreich durch dieses Gedicht gebissen. So wie es der RGB-Gott wolle, wirst du durch die gebrochene Eisscholle deinen Weg durch das RGB-Reich gehen, damit deine Ideen für dein neues Werk weiterhin bestehen. Das war Cringe und damit hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe Kreative Fragen. Nach einem kurzen Werbespot von unserem heutigen Sponsor geht es weiter. Nach einem langen Gaming-Tag brauchst du Ruhe. Hol sie dir mit Axe-Laken. Die einzigen LED-betriebenen Laken für echte Gamer. Für maximale Sichtbarkeit in der Nacht. Bringt deinen Biorhythmus total durcheinander. 13 Millionen Lumen, beruhigendes Schlummerlicht. Steigere deine Wachsamkeit mit voreingestellten Optionen. Jetzt mit Bewegungsmelder. Merke, wenn du wach bist. Jetzt verfügbar auf www.extremerest.com. Aber Leute, jetzt mal ehrlich. Was wäre eine gute Werbung ohne Werbung in der Werbung? Denn dieses Fake-Produkt, das es aufgrund von zu hoher RGB-Strahlenbelastung niemals auf den Markt schaffen wird, wurde möglich gemacht durch meinen Partner Raid Shadow Legends. Ich habe ja letztens die 250.000 Abonnenten-Marke erreicht und Raid Shadow Legends dachte sich so, Und wenn ihr Bock habt auf ein kostenloses Dark Fantasy RPG-Game, dann seid ihr hier genau richtig, denn das ist Raid Shadow Legends. Ihr könnt das Spiel sowohl auf eurem Smartphone als auch auf PC und Mac vom gleichen Account aus spielen. Es gibt haufenweise Action in dem Game mit PvE und PvP-Kämpfen, Bosskämpfen, Clankämpfen und viel mehr. Es gibt unterschiedliche Champions, die ihr sammeln, weiterentwickeln und spielen könnt. Mein persönlicher Favorit ist übrigens immer noch dieser grüne Hulk auf Steroiden, wobei ich glaube, Hulk ist allgemein auf Steroiden, oder? Jedenfalls ist der Name meines Lieblings-Champions Gallic und gerade für zwischendurch am Smartphone ist das Game ein spaßiger Zeitvertreib. Cool ist aber, dass man dann gerne auch am PC weiterzocken kann. Man kann bei Raid Shadow Legends natürlich Ingame-Käufe machen, man kann es aber auch sein lassen und mit dem täglichen Login-Premium-Programm für neue Spieler ordentlich abstauben, denn das wurde verlängert von 90 auf 180 Tage. Da bekommt ihr dann jeden Tag einen kostenlosen Energy Refill, Silber, Edelsteine und einen kostenlosen legendären Barbar-Champion und zwar Seal of the Drake. Also auf der Straße würde ich die Dame definitiv nicht ansprechen, aber es ist definitiv ein cooler Champion. Also klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und sichert euch 100.000 Silber und den kostenlosen epischen Champion Lightsworn als Teil des neuen Spielerprogramms. Heute muss ich euch enttäuschen, ich habe leider kein Setup der Woche für euch, weil ich einfach keine geilen Setups nachgeschickt bekommen habe. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch für das Setup der Woche bewerben könnt, dann schaut mal in die Infobox, da findet ihr alle Infos zu. James McKay fragt: Moin, wie findest du das Warsteiner Gaming Setup, besonders den PC von Inside Games? Und soweit ich weiß, war Warsteiner doch dieses nicht ganz so geil schmeckende Bier. Also no front an der Stelle, aber ist einfach so. Und ich glaube, Inside Games dachte sich, naja, wenn das Bier nicht schmeckt, vielleicht können wir es dann wenigstens als Kühlflüssigkeit verwenden, denn die haben einen Warsteiner PC gebaut mit einer Custom-Wasserkühlung und mit Warsteiner gekühlt. Auf die Komponenten möchte ich nur ganz kurz eingehen, weil es eigentlich kein besonderer PC ist. Verbaut haben wir einen Ryzen 7 3800X auf einem MSI MPG X570 Gaming Edge Wi-Fi und wir haben eine MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio, also eine ziemliche High-End-Konfiguration, aber jetzt auch nichts besonders Ausgefallenes. Interessant ist der RAM, denn das ist der neue Thermaltake TAFRAM RGB Memory und ernsthaft, zu allem Überfluss verbauen sie ein 1200 Watt Netzteil, aber nicht nur das, sondern es ist auch noch ein RGB-Netzteil, von dem man eigentlich gar nichts hat. Ich meine, ich bin immer für RGB und ich finde auch, dass Frauen RGB-Nagellack haben sollten, aber ein Netzteil mit RGB, das ergibt keinen Sinn. Das Case ist interessant, denn das ist das InWin 309, ein Case mit einer kompletten RGB-Front mit richtig geilen Panels vorne dran, aber die wahre Besonderheit dieses PCs steckt definitiv in der Kühlung, denn das ist eine Custom-Wasserkühlung mit Custom-Wasserkühlungskomponenten von EK und sie verwenden gewiss nicht irgendein Kühlmittel, sondern sie verwenden
verwenden das gute Warsteiner Bier als Kühlmittel. Aber an der Stelle möchte ich hinweisen, das ist gewiss nicht der erste PC auf YouTube mit einer Bierwasserkühlung, denn Hardware Deals hat das schon viel früher gemacht mit dem Oettinger PC für Hardware-Rad. Der hatte zwar nicht so krasse Specs, aber das war die erste Bierwasserkühlung auf YouTube. Ist das dann überhaupt noch eine Wasserkühlung oder ist das schon eine Bierkühlung? Und die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, kann man das überhaupt machen? Und die Antwort lautet, ja, theoretisch kann man das machen, das geht aber mit ein paar Problemen einher. Erstens wäre da natürlich der ganze Schaum, der von dem Bier entsteht, denn in Bier ist eben Kohlensäure drin und jeder, der mal ein Bier gezapft hat, wird das kennen, das schaumt enorm. Das bedeutet, wenn man das umsetzen will, müsste man das Bier sowieso erstmal eine Zeit lang abstehen lassen, sodass die Kohlensäure ein bisschen verfliegt, weil wenn das Bier dann in der Wasserkühlung durchgeschüttelt wird, ja, dann hat man so ein kleines Problem. Und ich glaube, das Ganze ist auch nichts für eine besondere Dauer, aber was ich definitiv cool finde, ist, dass sie hier auch noch einen Zapfhahn mit eingebaut haben. Das bedeutet, wenn es mal nicht so gut läuft bei CSGO, dann kann man sich einfach betrinken mit dem Bier in seiner Wasserkühlung. Am Ende war das Ganze natürlich nur ein großer Gag. Sie haben dann das Bier entsprechend abgelassen und den PC dann mit normaler Kühlflüssigkeit befüllt für den Gewinner, denn sie haben den PC auch noch verlost. Ich finde die Aktion definitiv richtig witzig und cool und frag mich an der Stelle, was könnte man so alles als Kühlflüssigkeit verwenden? Schreib's doch mal unten in die Kommentare. Myron Omo fragt, was ist deine Meinung zu Valorant? Und ich weiß ja nicht, wie intensiv ihr diese Gaming-Szene verfolgt, aber Riot Games wird ein neues Spiel rausbringen und zwar Valorant. Das kann man jetzt schon mal testen, wenn man so glücklich ist und entsprechend einen Zugang gedroppt bekommt. Und ich selbst habe das Game zumindest bis jetzt, also bis ich dieses Video hier aufnehme, noch nicht getestet, würde das aber gerne mal tun, denn es soll sehr ähnlich sein wie Counter-Strike. Es ist das typische Prinzip. 5 gegen 5, die einen müssen eine Bombe legen und die anderen müssen die Bombe entschärfen. In dem Game gibt es auch Recoil-Patterns, das bedeutet, ihr müsst ein gewisses Skill-Level mitbringen. Es sieht aber optisch ein bisschen aus wie Overwatch. Unterscheiden tut sich das Ganze zu Counter-Strike einfach dadurch, dass man wählen kann zwischen verschiedenen Charakteren und das macht das Game irgendwo auch ein bisschen aus. Die Charaktere haben wieder spezifische Eigenschaften und da sehe ich das Ganze auch ein bisschen kritisch, denn manche Eigenschaften sind meiner Meinung nach ein bisschen overpowered. Ich habe schon gehört von so einem Typen, der eben durch Wände gucken kann und auch durch Wände schießen kann und wenn man den Charakter hat, dann ist das natürlich ziemlich overpowered, wenn man da ja fast nichts machen kann als Gegner. Das ist ja quasi ein ins Spiel eingearbeiteter Wallhack. Dadurch, dass es aber so ähnlich ist wie Counter-Strike und wenn wir uns mal anschauen, dass Counter-Strike seit der Version 1.6 eines der erfolgreichsten Games jemals ist, vermute ich, dass da in Valorant ein großes Potenzial steckt. Aber was meint ihr zu der Sache? Schreibt's auch gerne mal unten in die Kommentare. Blueplace fragt, welche Tastatur unter 50 Euro könntest du mir empfehlen, die auch natürlich eine RGB-Beleuchtung hat und die auch etwas leise ist? Wenn dir die Lautstärke bei einer Tastatur wichtig ist, dann würde ich dir nicht empfehlen, auf eine mechanische Tastatur zu gehen, weil bei der hört man immer irgendwelche Geräusche. Sei es eben das Klicken dieser Blue-Switches, was übrigens sehr, sehr geil ist, oder eben auch der Anschlag dieser Tasten, dieser Keycaps. Das hört man auch. Da ist dann eine Rubberdome-Tastatur deutlich besser geeignet und in dem Preisbereich eine gute Rubberdome-Tastatur ist die Shakun SGK 5. Die hat eine Handballenablage, eine ziemlich geile Ausstattung und ist auch noch leise. Kann ich definitiv empfehlen, ist in der Infobox verlinkt. Eitsch fragt, wieso gibt es teils heftige Preisunterschiede bei den Cases? Was sind hier für Unterschiede zu sehen und zu spüren? Und das ist durchaus eine berechtigte Frage, weil es gibt PC-Gehäuse ab 20 Euro und das geht aber hoch bis 500 Euro und da fragt man sich schon, was macht jetzt ein gutes Case aus? Und da sind einerseits natürlich die Materialien entscheidend, denn sehr günstige Cases bestehen oft aus sehr dünnem, sehr günstigem Blech, die sind nicht besonders hochwertig, die haben keine geile Lackierung und oftmals natürlich auch keine zusätzlichen Lüfter. Teure Cases hingegen sind häufig sehr gut durchdacht. Sei es nun der Silent-Faktor bei den Be-Quiet-Gehäusen oder eben auch ein besonderer Airflow durch besondere Materialien wie zum Beispiel Mesh in der Front. Und teure Cases bringen natürlich häufig auch eine deutlich bessere Ausstattung mit. Sei es nun eine schicke RGB-Beleuchtung oder einfach zusätzliche, vor allem hochwertige Lüfter. Und das macht dann auch den Preisunterschied bei gewissen Cases aus. Laceo fragt, Ryzen oder Intel? Wer hat deiner Meinung nach die Nase vorn und was kommt dieses Jahr noch von beiden? Naja, die Frage müsste ja eigentlich lauten AMD oder Intel, denn Ryzen sind eben nur die Ryzen CPUs von AMD. Es gibt aber auch noch andere CPUs von AMD. Und das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, denn es kommt immer wieder auf den Anwendungszweck an, den man verfolgt. Der Intel Core i9-9900K ist derzeit immer noch der ungeschlagene Gaming-Prozessor. Es gibt kaum eine schnellere Gaming-CPU und vor allem keinen AMD Ryzen, der schneller ist. Die Frage ist jetzt aber,
lohnt sich so ein Intel Core i9-9900K, wenn man das preis-leistungstechnisch betrachtet. Und dann muss man sagen, stehen die Ryzen-CPUs preis-leistungstechnisch im Moment einfach besser da als sämtliche Intel-CPUs. AMD hat sich beispielsweise frühzeitig entschieden, in dieser Midrange-Klasse einen 6-Kerner rauszubringen, der aber auch noch 12 Threads hat. Das findet man bei Intel nicht und diese Multithreading-Sache wird halt immer wichtiger. Jetzt ist es aber so, dass Intel wahrscheinlich dieses Jahr noch rausgeht mit einer neuen Generation an CPUs, Stichwort Comet Lake. Und dann könnten die Karten auch wieder neu gemischt werden, denn ich glaube, dass Intel weiß, dass AMD momentan ein sehr starker Konkurrent ist. Aber Intel hat eben gewisse Vorzüge, die AMD nicht bieten kann, wie zum Beispiel eine unschlagbare Single-Core-Performance. Nick LMN fragt, neben der Kreativecke 700 PC und der Kreativecke 800 PC sich viel, ist der 800er viel besser? Und Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Wenn ihr diese Musik hört, dann ist es Zeit für meine Freitagsangebote auf Dubaro. Und ich weiß nicht genau, was du meinst, weil einen Kreativecke 800 gibt es momentan gar nicht. Den Kreativecke 700 gibt es aber, der zurzeit leider ein 749-Euro PC ist, einfach aufgrund der aktuellen Situation, weil Hardware grundsätzlich momentan ein bisschen teurer wird, aber es gibt den Kreativecke 900 und wenn du mich fragst, ist der Sprung vom Kreativecke 700 zum Kreativecke 900 definitiv groß, denn du hast einmal eine stärkere CPU mit dem Ryzen 5 3600, der Kreativecke 700 wiederum hat nur den Ryzen 5 2600 und du hast eine deutlich stärkere Grafikkarte, die 8 GB VRAM hat, mit der RX 5700. Wenn man an allen Ecken und Enden sparen muss, dann ist der Kreativecke 700 definitiv eine gute Wahl, aber preis-leistungstechnisch ist der Kreativecke 900 aus meiner Sicht definitiv besser. Wer noch etwas mehr ausgeben möchte und auch noch etwas mehr in Leistung will, der kann sich mal den Kreativecke 1000 angucken und besonders geil ist der Kreativecke 2000, denn der ist nur unwesentlich teurer als der Selbstbau und ein richtig geil konfigurierter PC. Alle Angebote findet ihr unten in der Infobox verlinkt und das war's dann schon leider wieder für diesen Freitag, aber ihr wisst, was zu tun ist. Stellt mir schon mal Fragen für die nächste Folge Kreative Fragen, benutzt dazu den Hashtag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.